Ein Barcamp hat weder etwas mit einer Bar noch mit einem Camp zu tun. Man kann das Format viel nüchterner beschreiben. Es handelt sich um eine Veranstaltung, die aus vielen kompakten Workshops besteht, die im Barcamp-Sprech Sessions genannt werden. Sie finden in der Regel parallel zueinander statt, sodass alle Teilnehmenden nach Interesse die Session ihrer Wahl aufsuchen können. Das Besondere am Format Barcamp: diese Sessions werden aus dem Kreise der Teilnehmenden selbst angeboten. Das passiert typischerweise in einer gemeinsamen Planung zu Beginn der Veranstaltung. Das nennt man dann Sessionplanung. Weil der gemeinsame Plan zu Beginn noch ganz leer ist, bis die Teilnehmenden ihn selbst mit Themen füllen, spricht man auch von einer Mitmachkonferenz oder auch von einer Unkonferenz. Schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an. Das war quasi ein Schnelldurchlauf, jetzt nochmal ausführlicher. Barcamp ist also der Name für ein Veranstaltungsformat, das sich aus vielen einzelnen Workshops zusammensetzt. In der Barcamp-Sprache werden diese Workshops Sessions genannt. Die typische Dauer für eine Session sind 45 Minuten. Die Dauer ist jedoch flexibel gestaltbar. Man kann auch ein sehr schnelles Barcamp machen, in dem jede Session nur 20 Minuten dauert und dann beginnen schon die nächsten Sessions. Und man kann es auch für lange Formate nutzen und eine Session 2 oder 3 Stunden dauern lassen. Für diese Sessions gibt es mehrere Zeitschienen nacheinander. Auch hier gibt es wieder Barcamp-Sprache. Diese Zeitschienen werden auch Zeitslots oder Session-Slots genannt. Wie viele solcher Slots es nacheinander gibt, hängt von der Gesamtdauer der Veranstaltung und von der Länge jeder Session ab. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, dass ein Session-Slot je 45 Minuten dauert und danach immer 15 Minuten Pause sind. Das wären zusammen 1 Stunde, bevor die nächsten Sessions beginnen. Wenn man sich 4 Stunden Zeit nimmt insgesamt, kann man also 4 Session-Slots nacheinander unterbringen. In einem Session-Slot können und sollen mehrere Sessions parallel zueinander stattfinden. Auch hier gibt es keine feste Vorgabe, wie viele Sessions es parallel gibt. Im Gegenteil, solange ausreichend Räume vorhanden sind, können beliebig viele Sessions parallel stattfinden. Bei einem Barcamp gehört es nicht zu den Zielen, dass möglichst viele oder möglichst gleich viele Teilnehmer in einer Session sitzen, sondern dass die Teilnehmenden möglichst gut passende Session für sich finden. Insofern kann es zum Beispiel sein, dass, sagen wir mal, bei 60 Teilnehmenden insgesamt 6 Sessions parallel zueinander stattfinden und entsprechend durchschnittlich nur 10 Personen in einer Session sind. Es gibt aber auch gar keinen Grund, dass diese Gruppengrößen annähernd gleich, also alle 10 sein müssen. Im Gegenteil, und damit sind wir beim nächsten Punkt: die Teilnehmenden entscheiden individuell für sich, an welchen Sessions sie teilnehmen. Ein Beispiel: es gibt 4 Session-Slots nacheinander. Im ersten und im zweiten stehen dann, sagen wir, je 6 Sessions zur Auswahl. Im dritten und im vierten Slot sind es je 5 Sessions. Als teilnehmende Person kann ich mich also zu jeder Stunde zwischen 6 bzw. 5 Sessions entscheiden. Es gibt damit insgesamt 22 Sessions, 6 plus 6 plus 5 plus 5. Und von diesen 22 kann ich an 4 teilnehmen. Auch hier wird deutlich, dass es bei diesem Konzept darum geht, dass ich möglichst individuell für mich passende Themen und Perspektiven finde. Das spiegelt sich auch in einer Barcamp-Regel wieder, die lautet: es ist okay, eine Session mittendrin zu verlassen. Das wird nicht im Sinne einer Unhöflichkeit gegenüber den anderen Personen interpretiert. Man blickt darauf stattdessen mit der Perspektive, diese Person hat ihr nichts mehr zum Thema beizutragen und schaut deswegen, ob sie in einer anderen Session besser aufgehoben ist. Der zweite entscheidende Punkt für das Format Barcamp und für mich persönlich der unverrückbare Kern der Methode ist der folgende: die Sessions werden aus dem Kreise der Teilnehmenden selbst angeboten. Alle, die es wollen, können eine Session starten. Und eine Session kann stattfinden, sobald sich mindestens eine andere Person dafür interessiert. Es gibt keine Mindestgröße. Selbst wenn sich nur, sagen wir, 2 von 200 Personen für eine Session interessieren und die anderen 198 fragen sich, ob es überhaupt mit dem Oberthema zu tun hat, kann die Session stattfinden, ausreichend Räume vorausgesetzt. Es wird ja durch diese Mini-Session niemandem etwas weggenommen und niemand beeinträchtigt. Auf diese Weise entsteht bei Menschen, wenn sie erst einmal mit dem Barcamp-Prinzip vertraut sind und wenn eine solche Veranstaltung ins Haus steht, ein geflügelter Satz, den man dann oft hört, nämlich: dazu können wir eine Session machen. Das passiert immer dann, wenn sich irgendein Thema ergibt, von dem jemand meint, dass sich
die Beschäftigung damit lohnen würde und dass es mehr als eine Person in der Gesamtgruppe gibt, für die das Thema interessant sein kann. Diese Themen können dann in Form von Sessions ganz unterschiedlich ausgestaltet werden. Von der philosophischen Grundsatzdiskussion über den Erfahrungsaustausch zu bestimmten Inhalten, über den praktischen Workshop mit gemeinsam Ausprobieren bis zum frontalen PowerPoint-Vortrag. Schauen wir auf die Stellschrauben, die sich bei dem Format Barcamp drehen lassen, also auf Anpassungsmöglichkeiten des Formats. Da sind zunächst einmal die Eckdaten der Veranstaltung. Die wichtigste Frage: Was ist das Thema? Dazu gibt es bei Barcamps eine wirklich enorme Spannbreite. Es gibt Barcamps, die sind einfach nur nach dem Veranstaltungsort benannt, an dem sie stattfinden. Zum Beispiel das Barcamp Lübeck. Das ist dann auch schon alles an gemeinsamen Nenner. Im Sessionplan des Barcamps Lübeck finden sich entsprechend sehr unterschiedliche Session-Themen. Zum Beispiel Supermarkt ohne erdölbasierte Produkte. Oder Wissenstransfer, Wissen aus dem Kopf holen. Oder Temperaturprofile im Bienenvolk, Visualisierung. Und dann gibt es sehr spezifische Barcamps mit Themen wie zum Beispiel das Vino Camp Rheinhessen, das sich dem Thema Wein und Tourismus in der besagten Region widmet. Entsprechend lassen sich auch im Schulbereich alle Themenbereiche von A bis Z setzen. Entweder offen, also für alles, was in dieser konkreten Schule interessant sein könnte, bis zu ganz konkreten Themen, zum Beispiel zu Fragen der Zusammenarbeit mit digitalen Plattformen innerhalb dieser Schule. Die nächste Stellschraube betrifft die Dauer und Anzahl der Session-Slots. Wie lang soll eine Session jeweils sein und wie lang die Pausen zwischendurch? Wie viel Zeit hat man insgesamt? Daraus ergibt sich dann als Rechenaufgabe, wie viele Session-Slots nacheinander stattfinden können. Bei einer weiteren Stellschraube geht es um die zur Verfügung stehenden Räume. Es können nämlich so viele Sessions parallel stattfinden, wie Räume zur Verfügung stehen. Als nächsten Bereich für Anpassung möchte ich diejenigen Barcamp-Phasen, also im zeitlichen Sinne die Phasen, nennen, die nicht in Form von Sessions, sondern mit allen gemeinsam, quasi nicht parallel, sondern im Plenum stattfinden. Das ist typischerweise ein gemeinsamer Auftakt, ein gemeinsamer Abschluss und möglicherweise bei längeren Formaten noch ein Zwischenstopp, zum Beispiel zur Mittagspause. In diesen Phasen können verschiedenste Methoden angewandt werden, die das Barcamp unterstützen. Das können zum Beispiel das gegenseitige Kennenlernen, eine Begrüßung, eine Verabschiedung, die Klärung von organisatorischen Punkten oder Maßnahmen zur Förderung des Gruppengefühls sein. Außerdem kann man die gemeinsamen, wie wir sagen, die Plenumsphasen, auch nutzen, um zunächst Ideen zu sammeln, die im nächsten Schritt als Sessions angeboten werden. Oder man nutzt Möglichkeiten zum Austausch untereinander. Das ist besonders für das Ende interessant, denn wenn man, wie im vorhin erwähnten Beispiel, 4 von 22 Sessions selbst besucht hat, dann ist man sicher daran interessiert, von anderen Teilnehmenden zu erfahren, was diese in den anderen 18 Sessions gelernt haben. Als nächstes möchte ich die Frage nach der Dokumentation aufrufen. Diese Frage ist ja für viele Veranstaltungsformate relevant, nicht nur für Barcamps. Beim Barcamp gilt es aber umso mehr, weil ich eben in der Regel nur einen Bruchteil der Sessions selbst miterlebe und daher eine Dokumentation aller Sessions, auch derjenigen, die ich nicht besucht habe, besonders hilfreich ist. Es gibt sehr unterschiedliche Formen dazu. Eine sehr verbreitete Methode ist die Erstellung von kollaborativen digitalen Textdokumenten, wo mehrere Personen gemeinsam eine Art Protokoll zu einer Session erarbeiten können. Weniger kollaborativ, aber auch sehr beliebt, ist eine Dokumentation auf Papier, zum Beispiel auf einem Flipchart, was dann in Form von digitalen Fotos erst gebündelt, dann bereitgestellt werden kann. Es gibt viele weitere Möglichkeiten. Eine davon, man kann sich auch darauf verständigen, dass eine Session gar nicht dokumentiert wird, weil man beispielsweise einen besonders geschützten Raum für Diskussionen ermöglichen möchte. Die vierte Stellschraube habe ich hier etwas umständlich, Rekrutierung/Stimulierung von Session-Angeboten genannt. Dahinter verbirgt sich eine sehr verbreitete Frage zum Format Barcamp. Was ist, wenn niemand eine Session anbieten will? Die erste Antwort dazu lautet, in den meisten Fällen stellt sich das Problem gar nicht.
Die zweite Antwort lautet, man kann das Entstehen von Session-Vorschlägen aktiv unterstützen. Mit Rekrutierung meine ich zum Beispiel, dass man als Gastgeber, Gastgeberin schon einmal einzelne Personen anspricht, von denen man vermutet, dass sie gerne eine Session anbieten würden. Diese Personen können dann quasi vorangehen und das Eis brechen, denn typischerweise spielen zwar einige Personen mit dem Gedanken, eine Session anzubieten, aber niemand will als erstes aufstehen und das Eis brechen. Mit Stimulieren von Sessions meine ich verschiedene Möglichkeiten, um Themen zu finden, zu formulieren und zu sammeln. Beispielsweise kann man in einer ersten Phase einfach Themenwünsche sammeln und visualisieren. Erst in einem zweiten Schritt fragt man dann, wer einen dieser Themenwünsche in Form einer Session erfüllen kann. Bei vielen Barcamps hat es sich auch als sinnvoll erwiesen, dass Sessions schon im Vorfeld gesammelt und angekündigt werden können, beispielsweise über eine Website. Wichtig ist dabei, dass keine Zweiklassengesellschaft entsteht. Dafür müssen die vorab eingereichten Sessions vor Ort auch noch einmal vorgestellt werden. Alleine vorab reicht nicht aus. Und diejenigen, die vorab keine Session eingereicht haben, müssen vor Ort auf jeden Fall die Möglichkeit für spontane Ankündigungen haben. Die letzte Stellschraube betrifft die Kombination der Barcamp-Methode mit anderen Formaten. Recht häufig findet man ein Modell, bei dem es einen einführenden Vortrag im Plenum gibt für alle, der das Gesamtthema eröffnet und Inspiration bietet. Anschließend wird dann das Barcamp gestartet. Auch beliebt ist eine Kombination von vorab geplanten Workshops, die schon bei der Einladung feststehen, sowohl vom Thema als auch von den Referentinnen her, und einem Zeitraum für die spontanen Barcamp-Sessions. Bei diesem Modell ist aus meiner Sicht ein Punkt sehr, sehr wichtig. Man kann diese Kombination von vorab geplantem Programm und vor Ort anzukündigen Barcamp-Sessions nämlich auf eine gute oder eine schlechte Art strukturieren. Die schlechte Art ist eine Vermischung, bei der das gesetzte, das geplante Programm und das offene Programm parallel zueinander stattfinden. Die Erfahrung zeigt, dass hier das offene Programm regelmäßig ins Hintertreffen gerät. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle ganz dringend die Kombination zeitlich nacheinander. Also zum Beispiel erst die geplanten Workshops, danach das Barcamp oder eben umgekehrt. Soweit der Überblick über das Format Barcamp. Auch wenn das Ganze am Ende ganz einfach aussieht, es gibt schlicht viele Workshops, aus denen man auswählt, so ist es doch im Sinne der Peer-to-Peer-Idee eine Umkehrung bestimmter Grundannahmen. Es ist nicht der Veranstalter, der für die Inhalte und die Arbeitsweisen verantwortlich ist, sondern alle Anwesenden tragen zum Erfolg eines Barcamps bei. Man spricht deswegen auch gerne anstelle von Teilnehmenden von den Teilgebenden. Wie immer gibt es weitere Informationen auf der Textebene unseres Lernangebots. Speziell zu Barcamps gibt es eine exzellente Informationslage. Wer sich auch mit Hintergründen zur Methode und mit Details zur Planung von Barcamps beschäftigen möchte, findet mit diesem Buch hier, Barcamps und Co., ein hilfreiches und ausführliches Material. Außerdem finden sich im Internet unzählige Erklärvideos und weiterführende Materialien zu Barcamps für alle, die dann noch tiefer in das Thema einsteigen wollen. Los geht's!